Herzlich willkommen, moin moin und hallo hier aus Ibiza. Das ist natürlich Quatsch, wir sind hier auf der Wakeboard- und Wasserskianlage Hamburg-Harburg und mit wir meine ich ich. Es hat ein bisschen länger gedauert, technische Probleme, ihr kennt das, es ist nicht so einfach hier in der Karibik Empfang zu kriegen. Florenti Bild? Hä? Eddie, was machst du denn hier? Ich mach grad hier einen Moin Moin. Ich muss gerade auf Wasser aufpassen, aber hi. Hä? Gut siehst du aus, Mensch. Wow. Ist doch schön. Was mach? Ich mach grad hier Moin Moin. Ach geil, du machst das noch, oder ja, was? Ja, mach das noch. Ach, das ist doch cool. Jetzt hallo. Mit Corny zusammen. Corny. Ach, Corny? Ja, Corny. Aber ist das nicht dieser leichte, schmackhafte Snack, mit dem man gut in den Tag starten kann? Ja, genau. Ist exakt. Doch perfekt. Du brauchst im Prinzip nicht mehr frühstücken. Ich hasse Frühstück. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich fühle mich direkt unangenehm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Neoprenanzüge sind einfach... Eng anliegende Anzüge sind genau mein Ding. Weil man bekommt die ja und die sind schon so ein bisschen angefettet und angefeuchtet und man hüllt sich dann wie in so eine Puddinghaut ein. Ich habe mich wie ein Pudding gefühlt heute. Wo man so diese Puddinghaut drüber klatscht. Ist das erste Mal, dass du so einen Neoprenanzug anhast? Ich glaube schon. Also außerhalb des Schlafzimmers natürlich, ist aber ansonsten eigentlich nicht. Und vor allem, es betont einfach genau die richtigen Stellen, die man haben will. Es ist einfach... Das ist das Richtige. Ich hab tatsächlich hier in Hamburg keine Badehose. Das heißt, ich bin heute auch mobil unterwegs. Kommando! Das heißt, heute, ich bin agil, ich bin flott wie ein Fisch, ich bin eingeölt von oben bis unten und ich bin eine Wasserratte. Also ich liebe das Meer. Du bist ein kleiner Wasserbison. Und deswegen freut es mich auch, dass wir beide heute rausgekommen sind, um ein bisschen das Meer zu erkunden. Also ich glaube, da hinten ist Helgoland, da Norwegen ist im Osten irgendwo. Ja. Wir erkunden das heute. Wir sind heute hier mit Corny auf unserer ewig währenden Mission, die Außenwelt zu erkunden. Und falls ihr coole Ideen habt, wo wir das nächste Mal hingehen können oder wo ihr uns sehen wollt, und bitte seid gnädig, könnt ihr das gerne posten auf Social Media aus Outlets eurer Wahl mit dem Hashtag nix wie raus, Hashtag Corny. Und bitte seid gnädig. Also bitte nicht sowas wie mit Haien schwimmen, also oder eure, mit Delfinen eure, schwimmen. Eure, ihr könnt Vorschläge machen oder eure Lieblings-Outdoor-Aktivität im Prinzip posten. Ich fände es eigentlich gut, wenn ihr auch selber das schon mal gemacht habt. Also ja. mit Beweisfoto oder so vielleicht. Panzerfahren. Weltraumflug, einmal zur Venus und zurück. Also ich sag's gleich, wir werden die vier besten Vorschläge werden wir rauswählen und dann abstimmen. Und ihr könnt dann abstimmen, was wir das nächste Mal machen wollen. Ihr könnt abstimmen, aber ich sag gleich, sowas wie Bungee Jumping oder so mach ich nicht. Also Sachen, die potenziell tödlich sind. Nee, mach ich nicht. Das sind ganz klare Regeln. Sachen, die potenziell tödlich sind, mache ich nicht. Sag mal, du bist aufgewachsen mit Jackass. Du hast mir letztens noch gesagt, dein Lieblingssender war Jackass. Und heute stehst du hier mit auf deiner eigenen Sendung und sagst, nee, Bungee Jumping mache ich nicht. Das ist mir zu krass. Sorry. Alles, was höher als 3 Meter ist mir zu krass. Und wenn ich mal ganz kurz eine Sache zeigen darf. I'm Johnny Knoxville and I'm not doing this shit. Ein kleiner Vorgeschmack, was kommt. Kann man ganz kurz mal hier dir die Sprungschanzen zeigen, auf die wir uns später noch begeben werden. Nein. Mit 400 km/h ballern wir die Enten da hinten um. Die können gar nichts. Und wir kommen da auf jeden Fall ran. Wir werden auch noch wakeboarden. Du wirst aber heute noch wakeboarden. Wir werden du wirst heute noch wakeboarden. Wir werden davor wakeboarden. Werden wir aber erstmal auf diese fantastischen, wie nennt man das? Stand-up-Paddleboards. Stand-up-Paddler. Stand-up-Paddler gehen. Wir tasten uns so ein bisschen ran. Also erstmal ein bisschen den Gondolieren. Diese Dinger hier, jetzt werdet ihr euch fragen, wow, wie haben sie diese geilen Teile eigentlich hier an die Wasserski- und Wakeboard-Anlage Hamburg-Harburg bekommen? Ganz einfach, die haben wir aufgeblasen. Das sind aufblasbare Dinger, die wir jetzt so gleich ins Wasser lassen. Und die sind richtig, richtig wertvoll. Und ihr könnt die gewinnen. Und zwar exakt die, auf denen Florentin und ich unsere feuchten Körper gerieben haben. Das ist schon wir geil. Werden nämlich gleich noch einen Joust machen. Also wir werden quasi auf diesen Dingern... Ha, eine Wespe! Wo? Eddie, sie tut dir nichts. Eddie, sie ist Moin Moin Fan. Aber ganz kurz, ich hätte eigentlich gern schon von dir, weil das Problem ist ja so ein bisschen, also du, man ist ja so direkt, der Coolness-Test ist ja sofort am Start, wenn man am Wasser ist. Jede Person, die hier arbeitet, ist doppelt so cool wie wir. Ich weiß nicht, warum jede Person, die am Wasser arbeitet, automatisch blond, gelockt, perfekter Körper hat. Ich will mal einfach einen dicken Brillenträger am Strand sehen. Noch nie gesehen, ja. Man kommt hier rein, man fühlt sich sofort schlecht.
Es sind halt alles immer so Surf-Dudes, die auch so ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens wandeln und irgendwie einfach das Leben genießen. Ich glaube, es hat viel mit Leben genießen zu tun. Wenn du einfach mehrheitlich dein Leben genießt, siehst du einfach auch besser aus. Das sagt einiges darüber aus, was wir für Jobs machen. Das stimmt. Aber können wir mal den Surfer-Auftritt sehen? Ich will mal dich sehen mit so einem Surfbrett in der Hand, wie du in Zeitlupe die Treppe runterläufst. Einfach, um mir ein bisschen was entgegenzuhalten und zu sagen, wir als die Städter, wir sind ja heute in Harburg. In der Stadt, in der noch nie jemand war. Jeder ist durchgefahren, aber noch nie war jemand tatsächlich in Harburg. So sieht Harburg aus, falls ihr euch das mal aus dem ICE gefragt habt und schönen Käsetoast geknabbert habt. Okay, in Zeitlupe. Bam, 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 bam. Sehr gut. Das ist mit dem Wind. Sehr gut, Eddie. Sehr schön. Okay, wir probieren es mal. Okay, wir legen jetzt los. Wir gehen jetzt aufs Wasser. Aber ganz kurz, wir sind... Nimm mal meinen Kappen. Oh, Moment mal. Also wir sind ein Team. Nein, nein, nein. Wir ziehen an einem Strang. Wir machen Best of Three auf dem Paddeldingern. Wollen wir, also ganz kurz, kann ich kurz meinen Notar anrufen, bevor wir ins Wasser gehen? Wegen dem Nachlass. Einfach, ich will, dass meine Schlimmversammlung in guten Händen ist. Und... Lass uns mal ein Safe-Word machen. Das ist die gute Kai-Pflaume-Sprüche. Schlimm zusammen. Lass uns mal ein Safe-Word machen, falls wirklich was ernst ist. Wie wär's mit Hilfe, Hilfe, ich ertrinke, Hilfe holt mich heraus, ich mein's ernst. Ist das das Safe-Word? Sowas in der Richtung. Guck mal, wir haben West, das ist 1,20 Meter tief da, komm. Ich hol mir aber zur Not noch hier, guck mal, das hat drei Schwimmfinnen hier unten. Sogar mit extra Ablagen. Falls ihr jemals dachtet, man benutzt diese Dinger, um nicht unterzugehen, falsch wieder. Man benutzt die, um diese Carbonbelag-Finnen hier zu schützen. Guck mal, der ist aber so ein bisschen gebogen, ist das richtig? Ja, das hat ja ein... Guck mal, das ist schon so gedacht, weil du paddelst ja immer auf der einen Seite. Nee, und das Paddel abwechseln. Nee, eben nicht. Ich glaube, das ist wirklich so gedacht, dass das ausgleicht. Okay. Ich bin gespannt. Wir haben heute Krogi am Start, der heute den Ton angelt. Das heißt, alles, was weiter als 20 Meter weit weg ist, kriegt ihr nicht mehr mit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Eddie überhaupt so weit kommt. Okay. So, ich gehe jetzt da drauf. Ich bin sowas von bereit, Leute. Ich habe das noch nie gemacht übrigens. Tu es, Eddie. Soll ich dich festhalten? Nein, geh weg. Vorsicht. Ey, jetzt sag mal ehrlich, das hält einen doch nie. Okay. Kannst du bitte vielleicht... Ich möchte helfen, falls was ist, möchte ich dir helfen. Ich habe ohne Scheiß Schiss und es wäre gut, wenn jetzt noch eine Alternative auf dem Wasser ist, damit die Kamera schwenken kann. Nee, so funktioniert das Konzept nicht. Sehr gut. Langsam. Ich habe gestern 2,5 Stunden Tischtennis gespielt. Komm schon, du schaffst das. Schön in die Knie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ausgleichen. Sehr schön. Ey. Das ist wirklich Symbolbild Wasserratte, einfach wie er da sitzt mit seinem Pferd. Habt ihr das auch? Alter, das treibt richtig. Warte. Das ist die Ebbe, Eddie. Wie drehe ich mich denn jetzt hier drauf? Kommst du jetzt auch oder was? Yes, Damien! Fuck, ist das Mann. Komm jetzt ins Wasser! Der Mann ist da. Dafür sind wir alle hierher gekommen. Stell dich mal nicht so an. Kann nicht so schwer sein. Oh, Vorsicht. Also ihr wisst das Safe Word, ne? Ihr habt's euch gemerkt. Okay, das ist schon ein bisschen instabil. Freunde, das ist schon ein bisschen instabil. Aber es ist schon tief hier, oder? Nicht, dass man da jetzt komplett aufschlägt. Okay. 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 Ich werde heute kein einziges Mal ins Wasser fallen. Kein einziges Mal. Es geht doch, Eddie!
Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das richtig aufgepumpt habt hier. Das, guck mal, das hängt ja halb im Wasser bei mir. Ja, man muss ein bisschen nach hinten. Tini! Tini! Du! Du Arschloch! Oh Gott! Boah, da ist voll Moos unten oder sowas. Ich glaube, das ist Sand. Ey, also Florentin und ich haben gerade überlegt, vielleicht könnt ihr da zu Hause auch mal helfen, ob Schlamm, ob, nee, was haben wir gesagt? Ob, nee, was ist Schlamm? Was ist eigentlich Schlamm? Also Schlamm ist ja Wasser plus X, also Feuchtigkeit plus X. Ja, aber was ist, was, also gibt es einen Unterschied zwischen Schlamm und Matsch? Naja, also auch ist Sand plus Wasser? Moos. Wir haben direkt Moos. Okay, jetzt müssen wir dausten. Okay, warte mal, lass uns erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich trau dir nämlich nicht. Lass erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich hab, also vor allem deine Lanze ist da hinten geregelt. Ne? Eddie. Ey, wir haben wirklich eine krasse Strömung. Vorsicht. Ist das Strom? Ich dachte, das ist Strom. Ein Stromkabel hier. Ey, wo ist denn die Vorleitung? Wo bauen wir die Hochspannungsleitung hin? Hm. Mega Gegenwind. Es sieht erbärmlich aus. Ich bin mir dessen bewusst. Aber euch ist nicht klar, wie krass der Wind hier ist. Also das sind locker 8 Knoten. Eddie, deine Lanze ist da hinten übrigens. Okay. Du hast noch 2. Ich bin leider zu weit weg. Ich hab gar nicht gemerkt, dass sie weg ist. Okay, bist du bereit? Ja, Mann. Ja, aber im Stehen, ne? Ja, natürlich. Oh, jetzt ich hab hier mit dem Wind zu kämpfen gerade. Aber komm nicht in die Stromleitung. Das ist halt echt nicht Sir Eddie! So sehen wir uns wieder! Oh, ich hab super die Strömung. Warte, ich muss noch mal Anlauf nehmen. Zweieinhalb Stunden Tischtennis habe ich gestern gespielt. Herzlichen Glückwunsch! Was machst du denn, Eddie? Ich dachte, wir starten getrennt voneinander und. Wir haben schon gestartet! Nee, aber mit dem, mein Lieber! Ja? Nee. Was machst du denn? Manöver. Okay, best of three. Wer reinfährt, hat verloren. Schön die Kuh. In die Breitseite. Okay, diese Runde gewinnst du! Ich kann überhaupt nicht schwimmen mit dieser Schwimmweste. Ey, wenn das mein Schwimmlehrer sieht. Ey, ich habe 2 Tauchkurse gemacht, A und B. Okay, 1-0 für dich. Total schwer zu schwimmen mit diesen Schwimmwesten.
Okay, war das das Erbärmlichste, was ihr jemals gesehen habt in eurem Leben? Ehrliche Meinung. Ich werde ihn erst in eine teuflische Verfolgungsjagd verwickeln. Mich dann spontan umdrehen, ja, damit rechnet er nicht. Und dann mit einem gezielten Wurf schön vom Brett katapultieren, ohne dass er mich ankommt. Okay. Warum ist hier denn so eine krasse Strömung auch die ganze Zeit? Aber ganz kurz, Eddie, wann geht's los? Es geht los, sobald wir beide stehen. Ja. Okay. Aber dann starte du mal hier, ich starte hinten. Geh da hinten. Was ist das für ein Zeug? Warte, ich grab mal kurz aus, worauf wir hier stehen. Das interessiert mich schon. Also aber 1-0 steht, ne? Ich meine, dein hinterlistiger Wurfversuch, der soll dich schon was kosten jetzt. Deshalb wolltest du von hier anfangen. Guck mal, ich kann gar nicht. Du versuchst unter die Strömung zu kommen, ich sehe das schon. Ja, ja. Seite. Hey, das zählt aber nicht. Natürlich zählt er. Du hast ja auch nichts dazu beigetragen. Das hat nicht gezählt, Eddie. Nein. Natürlich, 1-1. Ach komm, ey. Du hast überhaupt nichts gemacht. Ja, denkst du. Ja, einfach nur wegfahren und sich dann wundern, dass ich irgendwann aus Langeweile umkippe, ey. Ist das jetzt ein Punkt oder nicht? Nein. Ja. Was? Ich bleib hier. Okay, dann ist das auch ein Punkt. 2-1. Nein, das hat noch nicht angefangen. Du standest noch nicht. Komm mal her jetzt, wir brauchen hier den dicken... Ist das besser, eher hinten oder eher vorne zu stehen? Ja. Okay, es geht los, sobald wir stehen. Okay, go. Aber es zählt nicht, wenn man ohne Fremdeinwirkung runterfällt. Das ist doch Schwachsinn. Wir wollen ja kämpfen. Ja, okay, dann steh auf. Warte. Ah, oh, das ist so schön. Das zählt nicht. Ehrlich. Komm. Ich sehe schon die 200 Dips, wie du tanzen. Das war sehr geil. Geh nochmal zurück. Jetzt einmal kämpfen.
Das ist doch albern! Die Dinger wackeln! Warte! Alles klar, los geht's! Das ist einfach nur der Mensch! Das ist ohne Scheiß! Das ist der Wind! Ich meine, ich liege sogar hinten. Das ist das Demütigste in der ganzen Sache, ist, dass ich hinten liege. So, jetzt. Ja, guck. Was wir? Ja, wir machen das gleich. Können wir nicht? Jetzt hör doch mal auf. 8 Stunden gewartet und jetzt wird hier schon wieder rumgemosert. Ich will ihn jetzt einmal vom scheiß Brett hauen. Oh, jetzt aber! Naja, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Können wir überziehen? Was ist hier mit? Hier sind Sturmböen. Tschüss. Ja. Ja, warte, ich mache eine Kurve. Ey, wir haben immer nur ein kleines Zeitfenster, wenn der Wind zu stark ist. Okay, es war ein guter Kampf. 1-1. Entscheidung oder was? Entscheidung.
Oh. Wo ist vorne? Ready? Was geht's? Ein bisschen mehr nach vorne. Ich bitte dich jetzt unentschieden. Das reicht. Komm. Wo gehst du denn hin? Komm! Okay, go! Jetzt fährst du ja schon wieder weg! Ich nehme Anlauf! Okay, tu es! Los geht's! Eddie! Was ist los? Ich nicht. Warte. Nein. Geht man denn die Dinger, Alter? Okay, Eddie, steh auf und es geht los. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, ich. Okay, ich bin bereit, steh auf. Schau dich doch auf, Eddie. Wer hat gewonnen? Identisch. Identisch? Identischer Fall. Unentschieden oder Entscheidung? Komm, eins geht, eins geht noch. Aber du musst echt früher aufstehen, sonst ist das unfair. Ich musste das Boot drehen. Ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr drauf. Kann man in den Neoprenanzug pinkeln? Okay, los geht's, Eddie, komm schon. Ja, Moment. Links zu Ende. Da ist er, der Sieg. Ja. Oh, geil. Aber gut gekämpft, Eddie. Ja. Es ist so angenehm, mit dieser Schwimmweste hier einfach sich treiben zu lassen. Machen wir Werbung? Okay. Okay. Tu es. Wir machen Werbung. Und dann wird Florentin wakeboarden. Yeah.
Jetzt haben wir die erste Disziplin. Herzlichen Glückwunsch nochmal abgeschlossen. Dankeschön. Sehr gut gemacht. War ein sehr fairer, sehr edler Kampf. Stark, ja, stark. Aber jetzt wird die Athletik komplett getestet. Florentin hat gesagt, er würde gerne ein paar Sprünge machen hier auf den Schanzen mit dem Wakeboard. Und wir machen das jetzt. Ihr nochmal als Erinnerung könnt ans Hashtag Corny oder ans Hashtag nix wie raus Vorschläge machen, was wir outdoormäßig mal machen sollen. Wir werden dann die vier besten Vorschläge auswählen. Segelflug. Nein, nichts, was töten, nichts, was potenziell tödlich ist. Fechten würde ich machen. Egal, aber es ist nicht Outdoor. Egal, und dann könnt ihr auch dann am Ende drüber abstimmen, was wir davon machen. Jetzt geht es aber erstmal daran, du musst ja erstmal wissen, wie das funktioniert. Hi René, erstmal hallo. Ich habe nasse Hand. Hi, aber ihr habt immer nasse Hände. Das ist normal bei uns, ja. Okay, ich habe Bock auf Wakeboard fahren. Ihr habt hier zufällig eine riesige Wakeboard-Anlage und ich habe es gerade erst verstanden. Die geht einmal, sehe ich das richtig, im Kreis. Das heißt, man kann sich einmal die große Runde ziehen lassen. Ja, wir haben 5 Masten. Da hinten sind die vom Winkel her leichter, hier vorne ein bisschen schwerer. Aber wenn man es bis hier vorne schafft, hat man es nicht so weit zurück. Deswegen, aber es ist im Grunde so ein bisschen wie ein Skilift. Es ist ähnlich wie ein Skilift, genau. Geil. Okay. Wie ist das denn jetzt? Wir haben ja hier unglaubliche Windstärken, wie man auch gesehen hat, eben weshalb wir dauernd umgefallen sind. Hat das einen Einfluss auf die Wakeboard? Klar, mögen wir es lieber glatt, aber wir haben halt einen riesen See, deswegen, wenn der Wind ungünstig kommt, haben wir ein paar Wellen da, aber die stören nicht groß, nein. Okay, was ist, wenn ich aus dem, oder ich jetzt theoretisch, aber wenn Florentin jetzt aus der Wakeboard-Anlage fällt, also weil er es nicht schafft. Und nach unten oder so geschleudert wird. Wie ist das? Muss er das Brett wieder mitbringen? Das Brett bringt man natürlich wieder mit. Das schwimmt aber. Und es schwimmt auf jeden Fall auch. Und wir haben hier jede Menge Ausstiege, da wo man dann einfach gemütlich rausschwimmen kann und dann einen schönen Weg zurück. Und dann kann man auch schon fast loslegen. Du hast gerade gesagt, der Start ist das Schwierigste. Der Start ist das Schwierigste. Dann fangen wir doch mit dem Start direkt an. Den Punkt auf dem Board zu finden, das Zweitschwierigste. Und dann ist die Kurve die nächste Herausforderung tatsächlich. Okay, und dann natürlich Schritt 4, Dark Slide. Schön. Dark Slide, genau. Auf der Rail habe ich vorkriegt. Den hast du ja vorhin schon erzählt, genau, den bin ich schon ganz gespannt. Geil. Gut. Willst du einen Helm? Helm braucht man nicht, Helm? Alles gut. Sag ich dir. Alles klar. Okay, gut. Für den Dark Slide später, aber jetzt erstmal noch nicht. Erstmal den Start üben. Genau. Also ich werde gezogen in diese Richtung. Nee, in die Richtung. In diese Richtung, alles genau. Klar. Okay. Das heißt, du setzt dich da jetzt hin auf die Bank? Auf die Bank. Ich setze mich auf die Bank? Ja, genau. Das Board andersrum. So. Und das Board dann einfach ins Wasser und dann setzt ich auf die Bank. Ich bin aber regular. Ja, das ist für beide Seiten gedacht. Alles klar. Das ist Twin-Tip-Board. Das ist jetzt aber nicht regular, was du machst. Jetzt rutscht du noch ein bisschen mehr darüber. Hier nach rechts. Schön durchrutschen. Okay. Genau. So, hier ist jetzt schon mal eine Leine. Und wichtig ist, die Ellbogen schön am Körper zu halten. Die Zehenspitzen hoch. Moment, aber ich fahre erstmal direkt über das hier drüber? Nee, du wärst ja gleich nach da gezogen. Das heißt, hier wird nichts passieren. Du wärst nach da gezogen. Und deswegen nach da bin ich. Genau. Okay, also da muss ich nicht so ausgehen. Nee, brauchst du doch gar nicht. Am besten einfach nur die Zehenspitzen hoch. Schön die Ellbogen am Körper. Okay. So, die Zehenspitzen. Ellbogen am Körper. Zehenspitzen hoch noch ein bisschen. Genau. Okay. Und dann mache ich mal den Lift. Das ist schwer. Aber wie schnell ist das jetzt? Keine Sorge, du kommst nur einen Meter weit. Wir fahren so bei 29 km/h fahren wir so ungefähr. Alles klar, also noch viel Straße. Genau, ganz wichtig, die Beine angewinkelt zu lassen, die Zehenspitzen hoch und die Ellbogen am Körper. Genau, das Board ein bisschen über Wasser. Und wenn du sagst Zehenspitzen, dann meinst du hier der Vorderteil des Bretts? Genau, dass beide Zehenspitzen hochkommen, dass die vordere Kante so aus dem Wasser kommt. Genau. So, dann ist da oben jetzt die Ampel grün, das heißt, wenn der Mitnehmer kommt. Man weiß nicht, was losgeht. Und dann schön, Anspannen ist wichtig. Aber ich werde jetzt in diese Richtung halt gezogen. Halt dich fest jetzt. Genau. Okay, wohin werde ich gezogen? Nach rechts. Und zieh. Jesus. War das der Dark Slide? Das war der Dark Slide, genau. Okay, ich will doch auch mal probieren. Also, dann setzt du dich da auch hin. Du bist ja rechts vorne, hast du gesagt. Ja. Goofy. Genau. So, ne? Ja, genau. Aber braucht man überhaupt ein Brett oder kann man sie nicht einfach so dranhängen? Kannst du ja auch auf den Bauch ziehen lassen, oder? Ja, eine Runde geht auf jeden Fall. Das ist für die Notlösung. Ich komm da gar nicht rein. Aber das lang ist. Ja? Fühlt sich so locker an. Auch du, die Ellbogen schön am Körper, aha. Zehenspitzen hoch und die Beine immer angewinkelt. So, der nächste Mitnehmer ist deiner, das heißt, es geht los und anspannen. Das war sehr gut! Ah, okay! War auf jeden Fall besser als dein Dark Slide. Es macht schon Spaß, auch wenn man komplett reinfällt. Das ist echt ganz gut. Ja, okay.
Aber die Motivation steigt, wenn man immer weiterkommt. Total. Also ich habe schon den Anspruch, noch über die erste Chance zu kommen heute. Das kriege ich schon noch mal. Das, die Voraussetzung ist tatsächlich, aber eine Runde zu schaffen davon. Gut angefühlt. Wow. Okay. Ich habe schon gesehen, wie Andy das macht. Da sah das schon mal professioneller aus. Ne? Boah, das ist aber ganz schön eine geschallert, ey. Also, aber man fährt in die Richtung und muss dann gleich eine Rechtskurve machen. Nee, da muss ich gar nicht lenken, nur einfach erstmal ziehen lassen. Das Lenken ist erstmal komplett Nebensache. Okay. Wichtig ist, deine Arme am Körper zu lassen. Was? Ich kann das lang ziehen lassen. Immer das Board ins Wasser. Du gehst ja nach rechts, ja. So, der nächste Mitnehmer kommt, das ist deiner. Schön die Arme, wenn ich jetzt sage, ziehen, ja? Okay. Und jetzt. Okay! So, da waren die Arme auch ein bisschen lang. Bei dir war gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Ich hab's mir schon mal gemacht, aber. Nee, das ist falsch rum jetzt, das oder? Das ist richtig rum. Ja. Aber es ist. War total dumm, die erst anzuziehen. Interessant, wie schön ruhig ihr beiden seid jetzt. So, der nächste ist deiner. Auch die Arme wieder schön am Körper lassen. Zeig's ihm mal, wie das geht. So, der Mitnehmer kommt, das heißt, und zieh. Ich kann mir dein Feedback vorstellen. Lass die Ellbogen am Körper. Nee, am Start ist tatsächlich wichtig, die Arme am Körper zu lassen. Und genau. Auf dem Wasser werden die Arme lang. Er hat sich weiterhin rangezogen, dadurch fällt man nach hinten. Ach, okay. Am Wasser werden die Arme lang und die Schultern nach vorne. Das Gewicht muss immer im Skateboard auf dem Board sein. Okay, verstehe, Logo gut. Verstehe. Okay. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Salto unter Wasser gemacht. Das kannst du haben. Das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, aber das ist ein verrücktes Gefühl. Okay. Also beim Start. Die Arme. Wir können es erstmal trocken machen. Also. Kann ich mal so ein Ding haben, bitte? Ja. Oder geht das dann direkt los? Nee, das hat mir fast den Finger abgerissen, habe ich. Warte. Also wenn ich starte, in die Knie so ein bisschen nach hinten lehnen. Start, ja genau. Und dann. Auf dem Wasser werden. Aber ich greife von oben rein. Genau. Ne? Aber das habe ich auch falsch gemacht. Okay. So, und dann, wenn ich ein bisschen draußen bin. Die Arme lang werden lassen und immer schön die Knie gehen. Nie die Beine. Okay, Knie gehen, aber eher nach hinten lehnen, oder? Nach hinten lehnen, genau. Okay. Was war bei mir jetzt falsch? Zu weit Rückenlage oder was? Du warst auf dem Wasser und dann hast du dich angezogen und nach hinten gelehnt. Aber bei dir werden auch die Arme lang und die Schulter nach vorne. Das ist ein Anfängerfehler, Eddie. Startarme kurz, Wasserarme lang. Weiß jeder. Verletzung. Ich habe fast den Finger abgerissen. Ich habe richtig gemerkt, wie der kurz weg war. Und dann der Mitnehmer kommt. Okay, Mitnehmer. Und zieh. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, ey. Wie schaffst du? Boah, ist das anstrengend. Ich werde 40 dieses Jahr. Ich gebe zu, dass ich es ein bisschen unterschätzt habe, ehrlich gesagt, die Schwierigkeit. Das kann ich mir nicht vorstellen, Florentin. Weil selbst wenn mein Körper weiß, was er tun soll, macht er trotzdem nicht das, was er tun soll. Also hier oben stimmt alles. Nur mal weg, damit mein Körper jetzt mal was machen kann. Komm schon, in die volle Konzentration jetzt. Du bist in der Zone. Sag mal, das geht so da schräg zwischen die beiden Schanzen, oder was? Du kannst da rechts, links und in der Mitte. Achso, ich kann das selber steuern, ja gut. Richtig bei dir, die Arme schön lang werden lassen. Schön lange Arme, Eddie. Ach, lang, okay. Werden lassen. Tu es fürs Gif. Tu es fürs Gif. Tu es! Ah! Der Vorderteil nicht hoch, ne? Fuck, Mann! Das machen wir dir auch so. Okay. Aber nochmal ganz kurz, für den Fall, man sollte jetzt vom Wakeboard stürzen. Was macht man da? Ich habe gerade 4 Liter Wasser getrunken. Tatsächlich ist das, kann man das nicht üben, und wie man reinfällt. Man fällt einfach rein. Tatsächlich. Okay. Aber ich versuche jetzt den Mund zuzumachen. Genau. Viele halten sich noch kurz vor, bevor sie reinfallen, die Nase zu. Das habe ich auch gesehen, schon alles. Okay. Alles erlebt. Du erlebst einiges hier. Ja. Sehr gut. Wahnsinn. Ich habe das schon mal, ich habe schon mal eine Runde geschafft. Eine ganze Runde? Ja, vor 10 Jahren. Als wir das mit Lakeheads gekriegt haben.
Okay, ich bin bereit. Ja, da war ich ja noch jung und knackig. Sehr schön. Dankeschön. Ah, ja. So, meine Arme wieder schön am Körper lassen. Okay, und links immer hoch. Linke Arme. Linkes Bein erstmal am Start hoch. Okay, links hoch. Links hoch, Arme ran. Links hoch, Arme ran. Okay, komm schon. Komm schon! Links hoch, Arme ran. Links hoch, Arme ran. Kannst du Quake spielen? Quake? Nee. Ich weiß nicht mehr, was ich will. Wer ist jetzt der Coolere von uns beiden? Denke mal, du. Aber wenn du dich dran siehst, läufst du aus. Okay, jetzt mach ich's. Jetzt fühl ich's auf. Komm schon, Eddie, links hoch, Arme ran! Come on! Rechts hoch, Arme ran! Beißen! Komm schon! Kuss für Corny, Eddie! Denk an Corny! Ja, Mann! Yes! Ja! Alter, das war richtig gut! Stark. Ey, das war mega gut, Eddie! Ja, Mann! Okay, das krieg ich auch hin. Was ist denn das am Boden hier eigentlich? Ist das auch sowas hier oder ist das... Mach mal deine Augen zu. Und das ist es. Okay, jetzt. Keine Ahnung. Verstehe. Moos, Blätter, Schlamm, Matsch. Schlamm, Sand, alles Mögliche. Okay. Links hoch, Arme ran. Links hoch, Arme ran. Jetzt hast du dein vorderes Bein komplett durchgestreckt, dadurch bist du da nach hinten gefallen. Du musst deine Beine aber angewinkelt lassen. Links hoch, Arme ran, angewinkelt. Links hoch, Arme ran. Okay. Mein Rucksack holen. Mach das. Okay. Komm raus. Spannung, Junge. Geht los. Links hoch, Arme ran, angewinkelt. Links hoch, Arme ran. Okay, angewinkelt. Ich habe wieder durchgestreckt. Genau. Ich habe wieder durchgestreckt. Ja, genau. Du hast aber auch das. Der Start war viel besser, aber dann hast du dich wieder durchgestreckt. Genau. Start nochmal. So, jetzt mach es. Der nächste mache ich für dich. Sehr gut. Der nächste mache ich für René. Ja, nicht durchstrecken. Links hoch. Arme ran, nicht durchschneiden. Ja, dann kannst du ja ein bisschen in die Richtung. Ja, das ist schon ein bisschen schräg. Dann hast du schon mal eine Kurve um. Okay, wirklich nicht. Wirklich ziehen dagegen, wenn es spannend dagegen ziehen. Okay, links hoch, Arme ran. Yes. Ja. Er wird durchgestreckt. Verdammt! Ja, das ist einfach auch. Das hat was auch mit Athletik zu tun, Florentin. Mach es. Guck, dass du einen guten Blick hast auf die Runde jetzt. Kann man auch mehrere Runden hintereinander machen? Okay, Achtung, Rasse. Ist das der? So, geh los, ja, damit der kommt. Denk an Tronny. Ah, ja, Mann! Oh! Yes! Alter! Das hat es geschafft. Und das könnt auch ihr schaffen mit Corny. Mit Corny. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Komm schon, Eddie! Oh, er steht! Hey, das war richtig gut. Das war richtig gut. Oh, kann ich noch einen machen?
Ich warte, ich will auch noch mal einen machen. Bitte schön, ich mache noch einen. Das wird so ein super enttäuschtes Ende. 1 noch Arme ran. Nicht durchstellen. 1 noch Arme ran. Okay. Der ist für dich, René. Genau. Das ist ein Geschenk für dich. Für die Daumen. Genau, stell mir den noch da. Oh, warte, wirklich! Okay, warten wir noch ein. Jetzt geht's los. Nix. Er wartet dann noch nicht, ne? Und zieh. Es tut mir leid. Durchgestreckt. Arme lang, Mann. Und genau. Okay. Wakeboard geht an Eddie auf jeden Fall. Starke Leistung, es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich verdammt schwer, es macht richtig Spaß. Kommt auch vorbei hier. Wasserski in Wakeburg, Hamburg, Harburg. Kann man gut machen. Geile Sache. Ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Bin gespannt, wer das Board gewinnt. Hat Spaß gemacht. Mach's gut, liebe Grüße an Eddie. Vielleicht sehen wir ihn nie wieder, aber es war ein gebührender Abschied. Haut rein. Ciao.